Hallo, mein Name ist Tamara. Ich bin Künstlerin und banne tierische Kindheitserinnerungen auf Leinwand, denn viel zu schnell vergeht die Zeit, in der wir unsere Kinder und unsere Tiere miteinander erleben dürfen. Und ich halte sie fest, diese schönen Momente, und schaffe Erinnerungen für Menschen, denen das wichtig ist. Mehr über meine Kunst kannst du auf meiner Website erfahren, tamaratavella.com. So, weiter geht's hier mit dem Bild. Ich werde heute mit dem Gesicht weitermachen. Ich habe es schon begonnen, aber es ist natürlich noch nicht fertig. Es wird auch noch ein Weilchen dauern. Wahrscheinlich werde ich auch vorher nochmals die Haare drauf geben, bevor das wirklich total fertig ist. Einfach damit ich auch sehe, wie die Farbe dann auch wirkt und so weiter. Und Details kommen dann eben erst später. Ich habe mir hier schon mal ein paar Farben zurechtgelegt. Sagt man das? Weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich sie mir hier aus dem Topf geholt. Und jetzt, ja, jetzt muss ich schauen hier. Das ist eben sehr dunkel. Das Foto, also das Gesicht liegt einfach im Schatten. Und ich habe da natürlich nicht so viele Informationen. Beziehungsweise, ja. Wird das nicht ganz so einfach werden, das Gesicht schön hinzubekommen, aber ich werde jetzt einfach mein Bestes geben und dann werden wir schauen. Es wird ja sowieso nicht so total detailliert ausgearbeitet. Aber trotzdem sollte man es halt schon dann noch erkennen. Ich werde dem so ein paar Kleinigkeiten noch ändern. Ich habe mir das Foto jetzt auch ein bisschen heller ausgedruckt, also ein bisschen heller bearbeitet, die Helligkeit mehr herausgeholt, damit ich einfach mehr erkennen kann. Hier sieht man eigentlich gar nicht so viel von dem Auge. Da habe ich schon sehr, sehr viel dazu gemalt, was eigentlich gar nicht sichtbar ist. Das wird wahrscheinlich wieder wegkommen. Liegen einfach die Haare drüber und das Mädchen schaut so ein bisschen nach unten. Deshalb. Hier das Rohr wollte ich auch noch ein bisschen korrigieren. Also ich habe hier bei dem Bild noch einige Baustellen. Also es wird schon noch ein bisschen dauern. Es wäre eben super, wenn ich es noch fertig kriegen würde, bevor ich das neue
oder die zwei neuen Auftragsbilder beginne, weil ich habe zwei kleine Auftragsbilder, Bilder in Auftrag bekommen. Da muss ich allerdings noch warten, bis die Keilrahmen da sind und deshalb mache ich hier jetzt noch weiter. Es wäre toll, wenn ich das fertig bekommen würde. Jetzt schauen wir mal. Unter Druck stehe ich ja nicht, also lieber etwas langsamer. Und dafür, da passt es dann, wie wenn ich schnell, schnell, also schnell, schnell mag ich ja generell nicht. Ich brauche ja immer alles seine Zeit, also es ist nicht so, dass es zack, zack, zack schnell geht und das ist auch bei jedem Bild anders, deshalb kann ich auch immer schwer sagen, ob ich, ob oder wann ich ein Bild fertig habe. Und manche Bilder gehen halt schnell von der Hand, so wie zum Beispiel das letzte Auftragsbild, das du übrigens jetzt auch auf meinem Profil anschauen kannst. Also da ist es jetzt fertig. Ein Foto davon, da kannst du es dir anschauen. Freue ich mich, wenn du mir ein Like da lässt. Freue ich mich immer sehr. Wenn es dir gefällt, natürlich nur. So, jetzt mal in der Zwischenzeit, glaube ich, werde ich das mal so lassen. Es sieht jetzt noch sehr düster aus, aber wie gesagt, da wird sich noch ein bisschen was tun dann am Gesicht. Das wird nicht so bleiben. Aber jetzt mal grob. Ich werde jetzt noch mit den Haaren beginnen. Da brauche ich ein Ocker, das habe ich mir auch schon hierher gelegt. Das ist so ein dunkelblond. Schauen wir mal, ob ich hier noch ein bisschen Gelb brauche oder das ist jetzt ziemlich grünlich. Grünliche Haare wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe schon gesehen, dass das Ocker, das ich da gemischt habe, ein bisschen Grünstich hat. Aber das wollen wir jetzt nicht so haben. Schauen wir mal. Ja, das ist sehr grünstichig. Ist ja noch grünstichiger wie auf der Mischpalette, aber ein schönes Grün. Wo könnte ich das verwenden? Ein sehr schönes Grün. Ich muss jetzt ganz kurz dieses Grün verwenden. Du siehst, dann passieren halt wieder mal ganz spontane Dinge, dass man irgendwie eine Farbe mischt, die einfach so schön ist, dass man sie verwenden muss. Zumindest ein bisschen davon. Vielleicht auch hier. Ich habe nämlich gerade vorhin überlegt, in welcher Farbe ich diese Strümpfe da, in welcher Farbe ich das machen soll, weil das Blau hat mir jetzt nicht so sehr gefallen. Das war mir jetzt so ähnlich mit dem, sieht doch nicht schlecht aus so. Okay, wieder zurück. So. Sorry, das müsste jetzt sein. Okay, zurück zu den Haaren. Also, das ist ja zu grün, haben wir gesagt. Das wollen wir nicht so grün haben.
machen wir mal das so. So einem, also wir haben hier eben diese Dunkelheiten. Ich werde jetzt zuerst mal ein paar Dunkelheiten setzen. Jetzt bin ich in meine schöne Ohrform rein, die ich da vorhin so mühsamst. Ja, macht nichts, muss ich sie halt wieder herholen. Okay. Also ich hätte es hier gern ein bisschen gräulicher, vielleicht, wenn ich ein bisschen Weiß reinmische. Schauen wir mal, wie diese Farbe wirkt. Das ist jetzt sehr grau. Bin nicht ganz zufrieden mit der Farbe. Da muss ich jetzt ein bisschen rumprobieren, bis ich das Richtige gefunden habe. Und es nützt mir eben meistens auch nichts auf der Farbpalette, weil ich, weil die Farbe dann doch wieder anders wirkt, wenn sie dann hier aufgetragen wird. Du siehst, ich muss dann immer wieder mal, wenn ich einen guten Farbton gefunden habe und mir denke, der wird irgendwo anders sehr gut passen, dann muss ich immer mal ein bisschen springen. Und das tut dem Bild auch gut, weil dann die Farbtöne überall vorkommen und nicht nur an einer Stelle, sondern wirklich im Bild verteilt. Ich werde ja auf jeden Fall schauen müssen, ein bisschen mehr Kontrast herzubekommen. Aber da kommt ja noch Helligkeit rein. Dann vielleicht geht das. Jetzt auch wieder so einen Grünstich bekommen. Muss ich vielleicht ein neues Ocker mischen. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen grünstichig. Wobei das nicht mal so schlecht sein muss. Na, das ist ja nicht die letzte Schicht, da kommen ja sowieso noch mal Schichten drauf. Und das kann ja hin drunter einfach ein bisschen rausleuchten. Und ich möchte ja dieses Rot von den Strümpfen in diesen Haarbändern da nochmal wiederholen. Und das wird sich schon recht gut vertragen, dann auch farblich. Also es muss ja nicht, es kommt ja sowieso nochmal was drüber, deshalb, was wollte ich damit sagen? Das war jetzt zu schwungvoll.
glaube, da muss ich einen dünneren Pinsel verwenden für diese Strähne hier. Nochmal. Schon besser. So, ich glaube, ich muss den Livestream dann auch beenden und hier aufhören. Ich muss ja dann meinen Sohn auch von der Schule holen. Darf ich nicht zu spät kommen? Ja, ist immer so schwer aufzuhören. Wenn ich mal drin bin, ist es richtig schwierig. Hier brauche ich noch viel mehr Helligkeiten. Ja. Da fehlt schon noch ein bisschen was. Jedenfalls, ja, ich werde den Livestream jetzt beenden und ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss!